Okay, dann komm ich mit rein. Geil. Aber nur. Man kann doch eigentlich ich glaube, ich muss dich. Hm? Wir sind aber schon zu viert. Ach ja, Scheiße. So viel Rocket League und da wird selbst der Mario müde. Aufstehen, du fetter Klempner. Aber dafür kriegst du alle meine keine Kisten. Yay! Weil die hast du sowieso schon immer bekommen. Geil. Den kann ich gleich einladen, Jubecken. Ja, wir gucken jetzt wieder nach dem X, was die Stelle markiert. Irgendjemand hat irgendwas in Discord gepostet, worauf ich aber nicht achten kann. Wusstet ihr eigentlich schon, dass es Buttplugs für Katzen gibt? Matze möchte Kisten öffnen, Emperor. Wer kennt sie nicht? Also oh Gott. Kennt sie nicht. Um 21.15 Uhr. Oh Gott. Oh shit. Jetzt hast du schon wieder Kisten geschenkt, die du so gekauft hast. Dann muss das aber eine schnelle Folge werden. Boah, oder... Was? Ja, ihr müsst dann wahrscheinlich dann rausgehen, während ich hier aufnehme. Ich bin ja in einem Aufnahmeraum drin. Das ist ja ganz gut. Keine Ahnung, müsst ihr entscheiden. Ach, wo krieg ich denn die Kiste? Kommt ihr mal alle hier in die Lobby? Ich glaube, wir fangen jetzt mal an mit dem, was wir schon wissen, anstatt dass wir nach dem X suchen. Auch wenn ich gern wüsste, wo dieses verdammte X ist, also... Habe ich dich gebeten? Oh nee, du hast gerade mich eingeladen. Und zwar werden wir jetzt hier in diesem Keller aufräumen. Wo wir von wunderbaren, schönen Swoopern verfolgt werden und Schlüssel sammeln. Seid ihr drei noch in der Runde? Irgendjemand ist beigetreten. Hallo! Hallo, ich bin mal das gewesen. Ich bin nur mal kurz da, um nachzufragen. Ich hab welche. Wie viel Geld muss ich hier aufladen? Sekunde, ich guck mal grad nach. Nimmst du drei Kisten an? Ich nehme heute alles an. Soll ich dich anlügen oder soll ich echt sein? Der sollte echt sein, ich muss mir nicht gleich Geld vorbereiten, ungefähr, was ich mir. Ich hab leider keine. Ja, okay, also ich hätte jetzt hier. Ich hab jetzt 31. Ach ja, Matze. Herzlich willkommen bei dem Emperors Aufnahme von. Soll ich dir nicht sagen? Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich ihm das sagen sollte, aber ja, hallo. Willkommen. Hallo. Hallo. Wir nehmen gerade eins leer. Also nochmal, wie viele? Ich geb dir eine Champion 1 Quest. Ich habe 4. Okay. Auch eine Champions 1 Crate. Okay, nehme ich alles. Bis gleich. Nimmst du auch die 30 anderen von Alufe? Okay, das glaube ich nicht. Ja, das war Matze, der nach Kisten gefragt hat, liebe Zuschauer. Weil, wisst ihr, das ist quasi so eine Biografie von Matze gewesen. Alles Wichtige, was man über ihn wissen muss, Kisten. Ich glaube, er wird mir sowas von hassen, wenn er diesen Part sieht. Wieso hat's ich weiß nicht, ich versuche mir gerade den Kommentar irgendwie vorzustellen, falls er es anguckt, so irgendwas so schlecht, wie Rüdiger, alles kopiert. Alles wie Super Mario 74 oder so. So, wolltest du nicht ein paar Leute einladen? Ja, ich hatte euch eigentlich alle eingeladen, aber ihr seid irgendwie nicht in die Gruppe gejoint. Oh. Ich muss aber sagen, das Rätsel ist zum Glück nicht ganz so komplett. Ah, okay, ich sehe schon, wo ich hin muss, alles aber klar. Aber nicht, dass wir zu spät zum Kisten streamen. Ach, ich werde schon sagen, wann 21.15 Uhr ist, keine Sorge. Ja. In 15 Minuten. Und da könnt ihr dann rausgehen soweit, ich werde dann noch weiterhin aufnehmen. Also von daher. Oder wie Nathaniel Caprisson sagen würde, Vielleicht. Oh, stolz auf den Tony Caprisson-Fan sein. Möchte jemand irgendwas tauschen? Irgendwie. Also ich habe Diskothek-Reifen tauschen können. Nein, ich habe ein Polygonal über. Ich hab Rocket League. Ja, yes, Glückwunsch. Yay. Danke. Ich mal sehen, ob ich irgendwas damit aufhängen kann. Nein, das war nur eine Fledermaus. Wo ist der Schlüssel? Eben war er doch noch hier. Da ist noch ein Schlüssel. Okay, damit haben wir schon... 4? Luigi würde jetzt wieder unbedingt die Skull Key verwenden bei der nächsten Tür. Ja. Das wird er wahrscheinlich. Welches Mario Party? Oh Gott, ich kenne mich bei Mario Party halt echt kaum aus, weil ich... Die ersten beiden. Ah, okay. Ja, die hat ich leider nicht gespielt. Ich konnte nur das 4er und das 5er spielen, weil die für Gamecube waren. Gamecube-Spieler hatte ich halt leider nicht so viel. Ah, ich sehe schon den letzten Key, alles klar. Ich konnte stehen übersehen, wahrscheinlich weil Matze gerade reingekommen ist und... Der zweite Teil war sehr gut. Definitiv. Ich mag 2 und 5 sehr. Ja, 5 war auch schön mit diesen Mini-Bowsers. Das mochte ich ganz gern, dieses Traumwelten-Konzept. So, und damit habe ich einen weiteren Stern. Minispiele, die Sterne aus Paper Mario. Das Spiel hat einfach so viel im Vergleich, also Minispielweise von den anderen Teilen her. Das stimmt. Das ist auch irgendwie schön, dass auch irgendwie nur 2 Minispiele auch auf Glück basieren, der Rest dann einfach deine Fertigkeiten. Ja, das stimmt.
Button Mashers. Ja, und es gab auch zum ersten Mal einen Bosskampf gegen Bowser irgendwie. Oder war das in den anderen nicht auch? Nee, der war hier auch. Im Vierer gab es auch einen, aber der war. Naja. Das war einfach. Ich mach den beim Fünfer. Das war ganz nett. Plattform irgendwie. Der war einfach ein Dreieck bilden, wo Bowser entsteht. Also, es war jetzt. Naja. Das war so ein Würfel und da gehst du einfach und springst und dann bist du bei Bowser und dann. Ja. Das war beim 5er cooler gemacht. Das X markiert die Stelle. Wo könnte das X sein? Wo ist ein verdammtes X? Es ist halt wirklich so. Ich habe jetzt schon diese gesamte Map gesehen. Here is the map. Where do you wish to go? You wish to go? Es ist halt echt sehr verwirrend. Und da es ja ein Wald ist, macht es die Sache nicht besser, weil man sieht den Wald halt vor lauter Bäumen nicht. Was ich mich erinnere, bei Super Mario Star Road gab's in der Wasserwelt eine Stelle, wo eine Karte aufgezeichnet war, wo ein X war, wo dann ein Stern war. Ach ja, stimmt, da war was. Ach Gottchen, Star Road ist schon so lange her, seit ich das mal gespielt habe. Ja. So, Speedster, wollen wir jetzt hier länger rumstehen oder was? Aber der Geisterlevel hat bisher keine weiteren Gimmicks gehabt. Ja, kommen also, die anderen denn jetzt oder was? Wundert mich. Ich bin schon längst in der Gruppe bei Speedster. Ach ja. Steam. Ja, nee, nicht länger rumstehen. Ich sehe euch noch gar nicht. Ist das ein X? Das sieht aber. Das sieht aber Rocket League ein Problem. Ladet mich mal bitte ein. Ach, dann höre ich eh jetzt noch Rocket League auf. Die paar Minuten rentieren sich jetzt nicht mehr wirklich dann. Ja, ich höre auch auf. Geht ja gleich los. Ich hab es! Oh, es war so offensichtlich! Es war einfach nur eine Bodenmarkierung. Geil! Okay, es war wirklich einfach. Wow. Es war wirklich einfach. Wo war das denn? Es war einfach mitten im Wald einfach so eine blöde Bodenmarkierung. Und nun Eye to Eye in the Basement. Oh, na ja, dann weiß ich schon mal, wo das ist. Also, da kann ja nur im Keller sein. Bestimmt kein Riesenauge. Es kommt kein Riesenauge, bestimmt. Ist ja auch nicht von Super Mario 64 geklaut. Ja, das stimmt. Muss es mal wieder auf. Die Frage ist nur, wo ist das Eye to Eye? Wo kann das denn sein? Sag doch, wie. Lieber ein Standard-Boss aus Super Mario 64 als ein. Der Kase-Boss. Das stimmt, ja. Also das Auge. Ich muss jetzt mal. Also in aller Fairness muss ich sagen, das Auge mochte ich tatsächlich sogar. Auch wenn es sehr, sehr einfach war. Oder auch die Big Boos, gegen die habe ich gerne gekämpft. Die waren zwar total simpel gewesen von der Mechanik, aber das ist mir lieber als so. Ich kämpfe im Spiegel gegen einen dummen Boss, den keiner versteht am Anfang, so in der Richtung. Und dann also, das Spiel, die man wow machen, bei dem man keine Stampfattacke machen kann. Wobei, aber das mit dem Spiegel. Ja, es ging noch. Da denke ich sofort an Luigi's Mansion, wo es ja was Ähnliches gab. Ja, das gab es ja auch in Super Mario 64 DS Remake. Ich glaube, da hat Cars das auch her, also. Ich habe das, SN64 so Remake. Im Prinzip sogar auch verkanntes Mario World. Irgendwo. Warte mal. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ich hab die Stelle gefunden. Okay. Yay. Ich muss mir jetzt nur merken, was für ein Pfad das war. Es sollte aber relativ einfach gehen. So. Oh Gott. Mag meine keine Kisten. Okay, alles klar. Ich bin jetzt in diesem Bereich. Ja, das sieht neu aus. Okay, ich habe das Versteck von dem Auge gefunden. Das ist wie. Das finde ich aber schön. Aber holy shit! Holy shit! Okay, ich habe jetzt gerade einen Safe-Stat reloaded. Da ist ein Auge und da sind ganz viele Flammen drumherum. Weißt du Bescheid, also Bosskampf hat er versucht ein bisschen zu erschweren. Oh shit, das fängt ja schon mal gut an. Der war ja eigentlich wirklich einfach. Er war echt einfach. Ja, wir gucken mal, wie das Ganze hier geht.
Du hast übrigens noch 5 Minuten, Empower. Ich lass mich dadurch nicht aufhalten. Ihr kriegt mich nie, ihr Schweine. Außerdem, seit wann schreibst du mir vor, wie ich als YouTuber hier mein Leben zu gestalten habe? Wenn der Matze halt streamt, dann lass den Matze doch streamen, ja? Nee. Und oh shit, da habe ich das Auge getötet. Nee, du musst aufhören, wenn Matze was macht. Du musst ihn daneben huldigen. Mhm. Ich muss ha machen. Okay, alles klar, danke Mario. Das ist also sehr lachhaft. Mario lacht immer wie ein Arschloch, ne? Mario lacht immer gerne, aber selbst wenn er lacht, er hat jeden Grund zum Lachen. Er hat schließlich einen weiteren Stern. Von nah und fern. Yay! Kontago! Was war das, der dritte Stern in diesem Part? Das ist der dritte Stern in diesem Part. Ich könnte aber noch einen oben drauf setzen. Das machen wir auch noch ganz schnell. In der Hoffnung, dass wir jetzt noch eine weitere Welt sehen. Ja, denn es gibt noch einen weiteren Kurs, der hier nebendran ist. Und das wäre der Kurs mit den 20 Sternen. Dann gucken wir mal, was uns hier drin erwartet. Es sieht sehr säurehaltig aus, was bedeutet, das kann ja nur gut werden. Deep Inside the Moonbase. Oh shit, wieder ein Weltraumlevel. Davon habe ich ja noch keins gesehen. Da oben ist schon mal ein Stern. Holy shit, ja, es sieht schon mal alles sehr, sehr gut aus. Es ist ein Weltraum. Okay, es ist doch nicht das, was ich gedacht hatte. Aber wieder mal ein Weltraumlevel. Interessant. Du schnell kriegst. Das muss aus Mario Galaxy sein. Doch, das kommt mir bekannt vor. Dun, dun. Da, 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 da. Sagt euch das irgendwas? Nee, nicht. Da möchte ich mir leid. Kommt mir bekannt vor aus Donkey Kong Jungle Beat. Ah, oder das könnte es sein, ja. Okay, hier sind wieder irgendwelche Röhren. Stürmische Level mit den Schweinen. Ach so. Ah, das könnte sein, ja. Ja, das könnte. Das ist das. Ja, das ist die Musik. Du hast sie rausgefunden. Glückwunsch, perfekt. Geil. Ja, danke. Teamwork. Jetzt gibt's Kisten. Weiß tatsächlich. Achso, ja, genau. Ihr habt ja jetzt Kisten, da könnt ihr auch zugucken. Ist ja auch schön. Also, ich verabschiede mich mal von allen Zuschauern. Ich wünsche noch viel Spaß mit dem Rest des Partys. Mhm. Jo, ja, ich wünsche euch auch noch viel Spaß mit dem Empower. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Und ganz viele Leute sind abgehauen. Wer ist denn noch da? Ich bin noch da. Also, ich bin noch da. Ja, und wieder jemand gegangen. Finde ich aber nicht schlecht. Muss ja auch mal ein paar ruhigere Parts geben. Es kann ja nicht immer Full House dabei sein. Von daher, das ist alles in Ordnung. Oh nein, es geht los. Ich höre schon Matze teilweise. Es wird wahrscheinlich in der Aufnahme drin sein. Finde ich gut. Ist ja gleich doppelt mitgefeatured. Gleich zwei Parts, ohne dass er es weiß. Ne, Moment, als ich die Schlüssel gesucht habe, das war in diesem Part. Ja. Ja! Oh Mann, sehr gut. Oh fuck. Ja, jetzt spack ich ein bisschen zu sehr mit der Kamera ab. Das sollte ich eigentlich nicht machen. So, wir haben hier wieder werfbare Kisten und ui, Münzen. Geil, Münzen. Wieso jag ich eigentlich erst denen nach, die man so schwer finden kann? Ups. Und irgendwie habe ich es gerade damit, die Kamera sehr nah an mich heranzuziehen. Ein Loch. Was wohl da drin ist? Eine Stange. Oho, das sieht aus wie ein nukleares Labor. Oh. Ich sehe auch warum. Hier unten ist ein Stern. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich hier rote Münzen finde, weil... noch weitere Münzen finde, weil... Ich glaube, die roten Münzen mache ich nicht. Ich mache dafür lieber diesen Stern. Dann haben wir den Sterneschnitt auf 5 Sterne hochgebracht. Für diesen Part.
Das ist ganz nett. Hua. 89. Ja, die roten Münzen, ich glaube, das kriegen wir auch jetzt nett hin. Okay. Sagt sogar auch der liebe Matze, auch wenn er nicht weiß, was hier gerade abgeht. Ah, schade, hätte hier klappen können. Hm? Was ist denn hier wieder los? Soos. Ui. Ein Kistenberg. Und damit habe ich wieder einen Stern. Geil. Wie auch gerade Matze gesagt hat. Yeah. Aber das ist ja nur der 100-Münz-Stern. Und da ich gerade noch einen anderen Stern gesehen habe und wir die Zeit dafür haben, holen wir uns doch diesen Stern. Ja, das ist tatsächlich hier... Gefällt mir aber soweit. Das erinnert mich so ein bisschen an die Pyramide. Oh, shit. Ich glaube, das war nicht den Stern, den ich vorhin gesehen hatte, aber würde mich wundern, wenn das nicht zu einem Stern führt. Sind diese lustigen Verschwindeplattformen aus Super Mario Galaxy. Und natürlich muss ich da einen Weitsprung drüber machen. Ja. Den ich aus der Perspektive nicht ganz so gut hinbekomme, obwohl es eigentlich... Uah. Ach, die ist da oben drüber, das sieht man durch die Schatten leider nicht. Und schnell darüber. Ah, fuck. Es sieht aber machbar aus. Oh, fuck. Okay, es geht irgendwie um Kisten. Finde ich gut. Oh, fuck. Uhuhuhuhu. Ja, die Hitbox und dadurch, dass die Boxen sehr, sehr schmal sind, macht die Sache nicht einfacher. Uah. Ah, da ist aber auch schon der Stern. Ah, knapp. Aber wir kriegen den. Den kriegen wir. Ah, Mist. Da muss ich einen Wandsprung ausführen dann am Ende. Muss ich mir im Gedächtnis behalten. Ja, das war jetzt gerade zu sehr gefailt. Die Kamera kann ich mir nicht mehr großartig drehen. Ohne Safe States finde ich das allerdings doch ein bisschen extrem. Ach Gott. Und ich krieg gerade gar nichts mehr gebacken mit dem Controller. Was ist denn da los? Soos. Fallen ganz tief runter, aber am Boden der Grube kriegen wir letztendlich den Stern. Geil! Damit haben wir für diesen Part 31 Sterne. Oh, das ist schön. Das ist schön. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch beim 9. Part sein. Das heißt... Ich weiß nicht. Ich glaube... Nee, 4-Sterne-Schnitt haben wir definitiv nicht, aber irgendwas über den 3-Sterne-Schnitt. Also von daher... Da sollten einige Leute sehr zufrieden mit uns sein. Von daher hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Und wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Außer ihr heißt Mats Plan. Jo, bis zum nächsten Mal. Und ja, es war mir natürlich eine Ehre. Ciao. Ciao. Ciao.